Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir spielen heute weiter in der Arena und falls ihr euch wundert, ja, es ist so, dass diese Folge hier auch wieder ein bisschen kürzer sein wird, weil ich nämlich ja übers Wochenende zum guten Sascha gehe und da brauche ich halt ein paar Videos. Also müsst ihr euch leider damit zufrieden geben, dass die Arena hier gecuttet wird erstmal und ja. Was gibt's zu erzählen? Es ist jetzt leider so gewesen, dass ich in den letzten, keine Ahnung wie vielen Tagen, leider nicht wirklich zum Aufnehmen gekommen bin, weil ich nämlich mega sick krank im, also wirklich sick und krank im Bett lag und mich hier kaum bewegen konnte fast. Naja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht, aber ich hatte, ich glaube es war wirklich ein Tag, wo es mir halt richtig dreckig ging jetzt. Ich weiß, gestern oder vorgestern, keine Ahnung. Aber halt unangenehm, wirklich, wirklich unangenehm. Aber jetzt geht es eigentlich inzwischen wieder relativ gut. Man hört es immer noch, meine Nase ist vielleicht ein bisschen verstopft, aber ich muss hier vorbereiten, Leute. Vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Das ist A und O, liebe Leute. Den Ping lassen wir mal noch auf da. Wir machen einen Turn hier an der Stelle. Also nehmt es mir auch nicht übel, wenn ich hier jetzt nicht die besten Hearthstone-Tactics hier fahren kann. Einfach weil ich bin gerade im Moment nicht ganz so auf der Höhe, wie ich eigentlich sein sollte, leider. Give it a try. Leute, give it a try. Wenn er ihn nur pingen kann, können wir ihn im nächsten Zug mit dem Sun Cleric buffen. Es könnte natürlich sein, dass er hier den Frostbolt oder sowas ready hat. Oder irgendwie Arcane Missiles, Coin. Was bringt er raus? Coin, Charger. Okay, den können wir eigentlich easy going wegmachen. Da habe ich bis jetzt noch kein Problem mit. Wir Mortal Coilen ihn und ziehen eine Karte. Weil Kartenvorteil, Cobra. Cobra ist jetzt nicht die ideale Karte gewesen. Ich hätte gerne einen Neutron gezogen. Ich hätte gerne einen Bloodsail Raider gezogen, Dark Bomb, Wrath Guards. Ein von unseren 4 Millionen Wrath Guards hätte ich gerne gezogen. Das wäre ganz schön gut gewesen. Okay, wir haben 6 or more Cards, das ist so ein bisschen unser Problem. Andererseits ist es auch gar nicht so schlimm, wir spielen einfach jetzt für 4 Mana, spielen wir... Wie viele Karten haben wir denn? 2, 4, 6, 8, das ist perfekt, dann spielen wir nämlich... Fuck, wir müssen 3 Karten rausspielen. Spielen die Cobra hier raus. Spielen die Cobra aus, machen einen Turn. Wir können ja eh nichts machen, weil wir eh mehr als 6 Karten haben. Wir hatten 2, 4, 6 Safe Gear. Also, oh, wir haben ja jetzt nur 6 Karten auf der Hand. Ups. Wir hätten dann 5 Karten gehabt, das wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht gehabt. Aber es ist nicht so schlimm. Wir können den einfach wegtraden. Dann haben wir wieder einen Vorteil. Mach spielen Azur Drake. Über den Azur Drake können wir auf jeden Fall einiges aufbauen. Crystal Weaver. Das ist eine ganz gute Karte, muss ich sagen. Ja, könnt ihr jetzt hier Trade Ping machen? Hat natürlich jetzt. Gute Hits hier gemacht an der Stelle. Und da seht ihr wieder, wenn man krank ist, dann passt man natürlich nicht so krass auf, wie man eigentlich sollte. So, Floating Watcher, können wir unsere Dämonen hier ein bisschen buffen, theoretisch mit dem Crystal Weaver. Wollen wir aber nicht, wir müssen aufpassen, er hat einen 5-5er gerade auf dem Board liegen. Wir machen ihn hier zum Buffen wir. Können hier den Trade setzen. Spielen den hier noch dazwischen. Ich denke nicht, dass er irgendwie ein Ding spielen wird. Einen Blizzard. Das wäre ganz schön lucky, wenn er einen hätte. Wenn er, sagen wir es so, es wäre ganz schön lucky, wenn er einen gedraftet hätte und auch noch gezogen. Das wäre schon ganz schön sick, muss ich sagen. Komm, nicht der Blizzard, oder? Draconite Crusher, okay, 9-9er ist jetzt nicht gerade das Problem, meiner Meinung nach. Soulfire für 5. Wow. Soulfire für 5 ist strong. Ah, reicht es irgendwie? Ich überlege gerade hin und her, ob wir das irgendwie machen können. Wir machen hier 5. Dann müssen wir 4 rein traden. Haben wir hier, dann traden wir hier rein. Ja, dann haben wir das Board eigentlich gut. Gibt es irgendeinen Minion, den ich vorher rausspielen will? Ah, im Moment nicht. Ja, aber klar, dass er weggeht. Trade. Play Face. So.
Jetzt geht's los, Leute. Jetzt müssen wir loslegen, sonst hat der Mage zu großen Vorteil. Ich denke, dass das Spiel jetzt schon knapp werden könnte, allein dass wir halt den Corrupted Hebert hier haben. Oh, er macht 5 Damage auf uns. Ah, uncool. Und sowas hat er aus dem Kabal Dude hier gezogen. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht cool, liebe Freunde. So, wir machen mal so. Wir buffen ihn, gehen Face. Ich will den Corrupter, den Corrupted Healbot nicht spielen. Ich weiß, es ist zwar 5 Mana, ein 6-6er, aber der. Oh, er hat noch einen Flamestrike. Fuck you. Und damit sind wir halt auf 5 unten. Spielen jetzt den Corrupter. Wir ziehen eine Karte, es hätte eh nichts mehr gebracht. End Turn. Hätte eh absolut nichts mehr gebracht, hier an der Stelle irgendwie was anderes zu machen. Er hat hundertprozentig einen Feuerball oder einen Frostbolt ready gehabt. Firelands Portal, seht ihr, hätte genau 5 Damage gemacht. Tja, liebe Leute, da hat er ein bisschen zu gut gedraftet, der gute Dude. Oder wir haben einfach ein bisschen zu unaufmerksam gespielt. Ja, so ist es halt. Wie gesagt, Leute, nehmt es mir nicht übel. Ich bin halt gerade immer noch ein bisschen angeschlagen, kann immer noch nicht so ganz aufpassen hier, in welche Richtung hier ich hier am besten spielen sollte. Gucken wir einfach mal, dass wir hier jetzt noch wenigstens einen Win rausholen. Ich würde gerne 3-3 hier rausgehen, wenn es möglich ist. Gul'dan gegen Gul'dan. Ja, jetzt ist die Frage, wie aggressiv ist er gebaut, der gegnerische Gul'dan? Wir behalten mal wieder die Shattered Sun Cleric, dass wir einfach was auf 3 spielen können, wenn möglich. Wäre natürlich cool, wenn wir ein Early Game kriegen würden. Ah, Malthasar's Imp ist relativ gut. Malthasar's Imp ist eigentlich relativ gut. Nicht, weil er jetzt hier uns die Discard Engine hier rausbringt, sondern ganz einfach deswegen, weil er einfach ein theoretischen Stat-Monster ist auf 1, weil die ganzen 1-1 und alles sind halt nicht so gut. Jetzt mal gucken, oh, er hat den Matter Bomber dabei. He's even madder. So, Doomguard wäre natürlich hier nicht schlecht. Wir ziehen eine Karte. Der Wolf. Hätten wir theoretisch rausspielen können, wenn wir nicht jetzt das gezogen hätten. Wär vielleicht ein guter Draw gewesen. Hätten wir den 1-2 easy wegtöten können. Nächster Zug dann Shadow Sun Cleric. Und ich muss mir mal eben schnell die Nase putzen, liebe Freunde. Eine Sekunde bitte schnell. Mann, 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 Mann. Die Krankheit, die ist echt schon ätzend. So, wir wollen hier jetzt eigentlich nicht traden. Ich denke, dass wir mit dem Direwolf Alpha hier eigentlich ganz gut fahren. Einfach deswegen, weil er jetzt entweder traden muss oder noch ein Damage-Up irgendwie drauf haben muss. Oder irgendwie, also ihn buffen oder Damage schießen haben muss. Und das ist, gut, er könnte zwar einen Mortal Coil haben, er könnte einen Elven Archer haben, das haben wir ja auch. Dark Bomb wäre möglich, hat er aber schon eine rausgespielt, ich denke nicht, dass er zwei hat. Er spielt auch den Direwolf, geht aber Face an der Stelle, das finde ich interessant. Nee, geht nicht Face. Hat er sich dasselbe Deck gecraftet wie, oder besser gesagt gedraftet wie wir, oder wie? Spiel mal hier an der Stelle, Anoyotron Kill raus. Einfach, dass der Buff weg ist. Und damit können wir jetzt relativ gut mit dem. Ah, warte mal, der Zubat macht ja gar nichts auf die Max, gell? Ah, das ist uncool natürlich. Ich habe gedacht, der Zubat könnte vielleicht auch was auf Max machen. Bane of Doom? Irgendwas Schlechtes bitte. Ja, und 3-3er ist in Ordnung. Da können wir hier eigentlich relativ gut was dagegen setzen. 5 Mana können eigentlich auch ihn spielen und einen Buff draufhauen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ich denke. Ne, wir wollen mal Mana-effizient bleiben. Wir wollen mal Mana-effizient bleiben. Ich meine, wir spielen gegen ein Deck, das immer nachziehen kann. Wir sind zwar selber auch ein Deck, das immer nachziehen kann, aber es ist ein bisschen problematisch so in der Hinsicht. Okay, Shredder, sehr, sehr gute Karte meiner Meinung nach. Und Imp. Shredder und Imp. Wir haben keine Demons auf dem Board. Wir können aber live tappen hier an der Stelle. Cobra ist gut. Spielen den hier noch raus. Machen hier den Trade. Machen hier den Trade. Haben damit wieder Board-Vorteil. Er hat zwar noch einen 4-3er Shredder auf dem Board, der zu was weiß ich was werden könnte. Aber ich denke nicht, dass er jetzt so die idealen Karten gezogen hat, um hier irgendwas zu machen. Er wird Face gehen. Ah, er tradet da rein. Ah, er hat irgendwie ein AOE-Removal, oder? Live tap. Okay. Geht auch ein bisschen runter vom Live. Hat er ein Removal ready? Taunt, okay.
Mortal Coil. Ah, warte mal, wir können hier unseren Dragon buffen. Dragoon! Ja, natürlich ganz gut gewesen hier an der Stelle. Gucken wir mal noch, was wir ziehen. Ah, wir haben keinen Demon ready. Schade eigentlich. Wir machen hier den Save and Trade. Einfach, dass wir einen Boardvorteil haben. Weil das liegt halt einfach daran, Boardvorteil ist hier wichtig jetzt in dem Play. Oh, fuck. Okay, das war uncool. Das war uncool. Wir können ihn wegmachen. Ansonsten fressen wir 6 Schaden. Wir können... Wie hoch ist die Chance, dass wir einen von diesen zwei hier wegwerfen? Schon hoch, oder? Beide wäre halt scheiße jetzt, weil dann hätten wir nämlich jetzt... Yes, perfekt, wir haben sie beide behalten. So, 8-4er, mal gucken, was er dagegen machen will. Mal gucken, was er gegen unseren 8-4er machen will. Ich hoffe, er hat jetzt irgendwie nicht einen Blast Crystal Potion oder sowas, das wäre uncool. Er holt sich jetzt hier eine Karte irgendwie, eine Random-Karte. Ich hoffe, es wird kein, Feuerball. Kann er einen Feuerball noch casten? Ich glaube nicht. Ah doch, sie kostet 3, gell? Mit 3, er hat 8 Mana jetzt. Doch, dann müsste er ein Feuer... Ah, er hat 5 Mana. Also, easygoing Feuerball. Ah, Forbidden Flame da drauf. Das ist uncool. Aber ich meine, es war in Ordnung, Leute. Es ist auf jeden Fall in Ordnung. Lifetap hier an der Stelle mal. Wrathguard. Wrathguard ist gut. Aber wir spielen jetzt hier den Sunwalker raus. Einfach, dass wir einen fetten Taunt hier da haben. Wir müssen jetzt aufpassen, Leute. Wir müssen ganz klar aufpassen hier an der Stelle. Er wird das Divine Shield wahrscheinlich irgendwie wegtraden mit dem 2-2. Dann ist die Frage, was er rausspielen kann. Unser Fellfire Potion bringt uns an der Stelle überhaupt nichts. Ist ein bisschen uncool. Aber in Ordnung. Siphon Soul wäre jetzt langsam mal irgendwie wahrscheinlich eine ganz gute Karte. Einfach, dass wir uns wieder ein bisschen Health generieren. Wäre das auf jeden Fall nicht arg schlecht. Wrathguard. Haben wir schon einen auf der Hand. Okay, er tradet hier rein, spielt. Doppel Abyssal Enforcer. Was für ein Penner. Doppel Abyssal Enforcer. Dankeschön, dass du da bist. Das ist ein ganz schön starkes Stück, wie ich sagen muss. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber es scheint wohl nicht anders zu gehen. Oh, was für ein Draft muss man haben, dass man Doppel-Abyssal sieht, ey. Das ist nicht schlecht. Uncoole Sache hier mit dem 4-3er. Einfach den Lifetap für 0 kriegen. Das ist schon ganz schön strong, muss ich mal sagen, hier an der Stelle. Okay, Friendly Bartender. Removal wäre nicht schlecht. Removal, liebe Freunde. 4, 4. Ja, er kann schon ganz schön viel Damage machen. Wir hitten hier rein, wir kriegen 2 Damage, wir Lifetappen nochmal, wir sind jetzt auf 8 unten. Azurdrake wäre eine gute Karte gewesen zum Spielen hier an der Stelle. Er kann halt den Lifetap machen, ohne irgendwas, ohne Damage zu kriegen. Aber wir haben halt keine Removal. Fellfire Potion wäre so ziemlich das Dümmste gewesen, was wir hätten machen können. Deswegen lieber auf was anderes gehen. Okay, Cabal Trafficker ist natürlich eine gute Karte. Er geht weiter in Face. Na, er setzt den Trade. Okay, er setzt den Trade. Macht uns ja damit auch noch Damage. Das ist natürlich so ein... Ja, keine gute Sache an der Stelle. Knife Juggler. Knife Juggler Drake hier an der Stelle mal raushauen. Soulfire. Soulfire hier raushauen. Na, Mortal Coil wäre eigentlich eine Karte gewesen, die ich jetzt hier sehr, sehr gerne eigentlich gehabt hätte. Jetzt mal gucken, wenn er jetzt hier keine 4 Damage machen kann, wäre das natürlich ideal. Wenn er keinen Taunt hätte, wäre das ideal. Wenn er uns den 6-6er nicht wegsiphon soulen könnte oder irgendwie anders wegrippen könnte, wäre das ideal. Fellfire Potion hier an der Stelle wahrscheinlich tödlich für uns. Er zieht jetzt die Karte in der Hoffnung, irgendwas zu ziehen. Oh, wow. Come on, hey. Top Deck Guard, hey. Top Deck Doomguard. Das ist traurig, er hätte verloren gehabt, Leute. Er hätte verloren gehabt, hätte er den nicht getopdeckt. Naja, schade. Damit endet diese wunderschöne Arena doch wohl mit nur 2 Wins. Ich schieb's jetzt einfach mal auf die Krankheit, liebe Leute. Wir kriegen 45 Gold, das ist gut. Damit könnten wir theoretisch direkt die nächste Arena starten.
Was wir aber jetzt hier mal an der Stelle noch machen werden, ich sehe gerade, wir haben noch ein bisschen Zeit hier. Ich habe nämlich hier ja das eine Pack hier und wir werden einfach noch nebenher jetzt nochmal ein Pack kaufen, einfach aus dem Grund, weil, wir machen jetzt einfach das Pack auf. Wird es halt das Ganze halt einfach eine kürzere Folge, so eine 15-Minuten-Folge. Ist ja auch mal okay, Leute. An der Stelle muss ich kurz erwähnen, ich habe letztens ein bisschen auf meinem Handy gespielt, wo ich so krank im Bett lag. Und hab da einfach mal easygoing noch eine... Oh, eine Golden Rare. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall schon mal Staub, den wir gut gebrauchen können. Ich hab letztens ein bisschen auf meinem Handy gespielt, wo ich krank im Bett lag. Und hab da etwas Wunderschönes ist geschehen, liebe Freunde. Oh, ich hatte beide Rares noch nicht so ganz. Das ist natürlich gut. New. Und da habe ich nämlich eine Karte gezogen. Der hier wird wahrscheinlich direkt zu Dust verwandelt, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal schnell auf 5 Mana, ob wir den nicht schon doppelt haben in normal. Komm her, wo bist du? Da, doch, wir haben ihn zweimal schon. Das heißt, es sind 100 Staub wieder. Wir gehen wieder weiter auf unsere 2 Legendary zu, die wir holen werden. Und zwar habe ich nämlich hier ein bisschen... ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, ich habe ein Pack geöffnet, weil ich irgendwie 3 Quests gemacht habe und irgendwie 200 Gold gekriegt habe oder so. Und da habe ich was Lustiges rausgezogen. Und zwar den guten Hobart Grapplehammer. Ist ja die Legendary vom Warrior, die neue. Finde ich so semi-gut, wenn ich ehrlich bin. Sie könnte vielleicht in einem aggressiven Deck Play sehen. Ich weiß aber nicht ehrlich gesagt, in welchem Deck, weil meiner Meinung nach ist sie zu schlecht für irgendwelche Aggro-Decks, für Value-Decks wäre sie vielleicht okay, aber ich weiß nicht, ob wir so viele Waffen in einem Value-Deck spielen. Also, ja, was soll man dazu sagen? Schöne Karte, leider nicht playable. Ich habe sie trotzdem, finde ich eigentlich cool, endlich mal wieder Legendary. Ich bedanke mich hier mal recht herzlich fürs Zuschauen, sorry, dass die Folge jetzt hier nur so kurz ist. Aber wie gesagt, ich lag jetzt ein paar Tage krank im Bett, ich konnte wenig vorproduzieren, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, dass hier der Kanal auch weiterläuft über das Wochenende, wo ich weg bin. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Türelü!